أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Meine liebe Geschwister im Islam, gestern habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau namens Kirsten. Und sie hat geschrieben, dass sie unbedingt bei mir konvertieren möchte, dass sie den Islam bei mir annehmen möchte. Und subhanallah, das ist der Beweis, dass diese Medien, diese verlogenen Medien, nur von Allah benutzt werden, um die ehrlichen Menschen hier in diesem Land recht zu leiten. Und sie wird gleich inshallah anrufen. Also sie hat mir versprochen, um 14 Uhr anzurufen und den Islam bei mir anzunehmen. Und natürlich, das ist eine große Freude. Freude für jeden Muslim, der sieht, dass Allah jemanden vor der ewigen Verdammung in der Hölle rettet. Der Prophet a.s. hat gesagt, man lam yarham, lan yurham. Wer nicht barmherzig mit den Menschen ist, Allah wird mit ihm am jüngsten Tag nicht barmherzig sein. Und subhanallah, meine liebe Geschwister im Islam, egal wie wir bekämpft werden, egal welche Schwierigkeiten wir erleben, egal wie hart mittlerweile die Dauer geworden ist, bei Allah, das ist das schönste Gefühl überhaupt. Ich bin extra von zu Hause hierher gekommen und warte auf den Anruf von Kirsten. Und inshallah ruft sie jetzt an, und dass sie unsere Schwester im Islam sein wird. Und das ist das Ziel unserer Dauer, meine liebe Geschwister im Islam. Wir wollen nur das Beste für die Menschen haben. Ich kenne diese Frau nicht. Und ich bekomme keinen Cent dafür. Und kein Muslim bekommt auch Geld dafür, dass die Menschen hier sich vor der Hölle retten. Genauso wie die Propheten. Sie sagten alle, und wir brauchen nur den Koran aufzuschlagen und zu lesen, was die Propheten immer gesagt haben. Wir wollen von euch keinen Lohn haben. Unser Lohn ist bei Allah. Genauso wie der Prophet a.s. gesagt hat, keiner ist von euch Muslim oder darf sich Mu'min, gläubig nennen, bis er das Gleiche liebt für seinen Bruder, was er für sich selber liebt. Wie kann ein Muslim, egal aus welchem Land er hier gekommen ist, wie kann er weiter schlafen und er weiß, dass seine Nachbarn für immer und ewig in der Hölle schmoren werden? Und Allah sagt im Koran, jedes Mal, wenn ihre Haut geschmolzen ist, bekommen sie von uns neue Haut, damit sie die Strafe Allahs küssen. Die Hölle ist gewaltig. Und nur die nachlässigen Menschen, die gottlosen Menschen, wissen gar nicht, was Hölle bedeutet. Und Alhamdulillah, dass Allah uns als Muslime erschaffen hat. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind, dass wir fühlsam sind und dass wir nicht kaltblutig sind und sagen, zum Teufel mit diesen Menschen, die interessieren uns nicht. Wir gucken nicht nach Dingen, die uns Vorteile bringen. Nein, wir sind als Barmherzigkeit entsandt worden hier in diesem Land mit diesen Menschen. Mit diesen Menschen, die uns herzlich empfangen haben, mit diesen Menschen, unter denen wir leben. Und das ist der wahre Muslim, der nicht will, dass seine Nachbarn bestraft werden, obwohl er sie nicht kennt. Möge Allah uns allen Ikhlas geben, möge Allah diese Dauer beschützen und möge Allah alle Muslime verhelfen, diese Religion nach vorne zu bringen, diese Religion zu verkünden, genauso wie der Prophet a.s. es getan hat. Er stieg auf Jabal al-Safa, hat alle Kuffar aufgerufen und sie haben sich versammelt und sie wollten wissen, was dieser Mensch ihnen berichten wird. Und er sagte, ich bin ein Warner zu euch. Vor euch liegt eine gewaltige Strafe. Wer den Islam nicht annimmt und stirbt ohne Islam, der wird in der Hölle schmoren.
Natürlich wurde dieser Mensch sofort als Hassprediger bezeichnet. Sogar sein Onkel hat ihm gesagt, Tabbat lak, das ist ein Schimpfwort. Er hat mit ihm geschimpft und sagte, nur deswegen hast du uns aufgerufen? Nur deswegen hast du uns aufgerufen? Die Leute haben das nicht ernst genommen. Die Leute haben seine Worte nicht wahrgenommen. Und bei Allah, diese Menschen, die uns bekämpfen, sie werden am jüngsten Tag sagen, oh wie, wo war unser Verstand? Warum haben wir diese Menschen bekämpft, die nur das Beste für uns gewünscht haben? Aber leider, am jüngsten Tag hilft keine Reue und es wird keine Reue akzeptiert. Deshalb hat Allah, der allmächtige Gott, für jeden von uns einen Verstand gegeben. Dein Verstand und mein Verstand bringen uns ins Verderben, wal-iyadu billah, oder in die Glückseligkeit, im Paradies, den Allah im Koran beschreibt. Sogar das Essen im Paradies wird beschrieben im Koran. Und das ist, was die Christen nicht wissen. Das ist, was die Menschen hier nicht wissen. Deshalb appellieren wir an den Verstand, jeden hier, lies den Koran. Unsere Kampagne heißt, lies. Lies. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist die Rettung vor der Hölle. Das ist die Lebensordnung deines Schöpfers, der dich erschaffen hat, der dir die Augen gegeben hat, der dir die Nase gegeben hat, der dir die Gesundheit gegeben hat, der dich jede Sekunde versorgt. Nicht all die versorgt dich. Und nicht die Regierung in Deutschland versorgt dich. Und nicht das Arbeitsamt. Dein Schöpfer versorgt dich. Die Tomate, die du isst, die wurde in Italien aufgewachsen. Mit der Lufthansa oder mit irgendeiner anderen Airline exportiert nach Deutschland, hier verzollt, in einem Restaurant gebracht, damit sie für dich angefertigt wird. Damit man sie für dich kocht. Nichts ist Zufall auf dieser Erde. Und jetzt ruft Kerstin an. Hallo? Hallo? Mein Name ist Gaston Andreas. Wir hatten die letzten 2 Tage E-Mail-Kontakt bezüglich meiner Konvertierung. Ja, Kerstin, ich freue mich auf deinen Anruf. Und darf ich mal fragen, was dich vom Islam überzeugt hat? Ich bin selber geborene Deutsch-Französin. Mhm. Ich bin sehr streng erzogen von meinen Eltern im protestantischen Glauben, mhm, da mein Vater und seine Familie aus Frankreich stammen und Hugenotten waren. Mhm. Sie haben uns aber selber den Glauben als Kindern nicht aufgezwungen. Sie wollten, dass wir uns unsere Religion selber raussuchen dürfen, in der wir uns wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Mhm. Ich habe viele, viele Jahre nach einer Glaubensrichtung gesucht, in der ich mich aufgehoben fühle. Habe mit vielen Leuten gesprochen, ob es Katholiken sind, Evangelien. In letzter Zeit laufen mir die Zeugen Jehovas das Haus ein und keiner konnte mich überzeugen oder zumindest habe ich mich in deren Ansichten nicht so wohl gefühlt. Mhm. Ich habe hier in Regensburg Kontakt zu 2 Leuten, allerdings noch nicht so lang, die selber Moslems sind, mhm, habe mir das nicht lange mit diesen Leuten gesprochen, habe mir die Religion angeschaut und ich finde von meinem Gefühl her, von meinem Herzen her, dass ich da gut aufgehoben bin. Das sagt dir dein Herz? Mein Gefühl auch. Also auch die Überzeugung, jetzt die politische Überzeugung, Glaubensüberzeugung. Hast du den Koran gelesen?
habe ihn gelesen, allerdings nicht komplett von vorn bis hinten. Dazu fehlt mir immer die Zeit, aber immer wenn ich die Zeit habe, nehme ich ihn zur Hand. Und ja. Ja. Ich versuche, wie gesagt, also in 2 Jahren kann ich nicht 50 Jahre nachholen. Das geht nicht. Inshallah, das kommt mit der Zeit. Ja, eben. Warum möchtest du bei dem Hassprediger den Islam annehmen? Bitte? Warum möchtest du bei dem Hassprediger den Islam annehmen? Du hast gestern geschrieben, dass du unbedingt bei mir den Islam annehmen möchtest. Genau. Ja, also, wie soll ich das sagen? Ich habe mich, wie gesagt, bei 2 von den Bekannten, die ich persönlich kenne, habe ich mich erkundigt, wo ich das machen kann. Sie haben mir gesagt, dass das Konvertieren eigentlich relativ einfach ist. Man sagt das Glaubensbekenntnis. Man braucht es nur vor 1, 2 Leuten sagen und damit hat sich das getan. Das ist aber meiner Meinung nach für mich vom Gefühl überhaupt nicht akzeptabel. Und dann habe ich gesagt, na, ich möchte das vor einem Imam machen. Und also mir wurde von diesen 2 Muslimen die Regensburger Umgebung und die Imame abgeraten. Von denen wurde mir abgeraten. Ich habe lange, lange im Internet jetzt gesucht. Wie gesagt, ich kenne ja niemanden persönlich, leider, um mir da irgendwie ein Bild machen zu können. Ich bin auch immer ein sehr zurückhaltender Mensch, ein sehr schüchterner Mensch in dem Sinne. Kann also sehr schlecht auf Menschen zugehen, hauptsächlich auch auf Männer. Und habe dann zu meinem großen Erstaunen in YouTube das Video gesehen, wie eine Frau am Telefon zum Islam konvertiert. Und ich gehe davon aus, dass Sie das aus auf dem Video waren. Ja. Und allein die Stimme, wie Sie mit der Frau gesprochen haben, das hat mich persönlich irgendwie gefesselt. Das Video, das hat mich persönlich irgendwie gefesselt. Alhamdulillah. Da habe ich gesagt, wenn ich das mache, bei diesem Mann. Alhamdulillah, das ist eine Ehre für mich und eine große Freude für mich. Dann machen wir das jetzt gemeinsam. Okay. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Ja. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja. Wenn du das ausgesprochen hast, dann bist du offiziell für deinen Schöpfer Muslimin, gottergebene Frau, die seine Anweisung folgt, seine Gebote folgt, seine Verbote meidet und seine ja. Lebensordnung akzeptiert und durchführt. Ja. Die Belohnung dafür ist, dass du dadurch in diesem Leben belohnt wirst, indem du den Sinn des Lebens erkannt hast und dass du am jüngsten Tag für immer und ewig in Glückseligkeit belohnt wirst. Okay. Jetzt, der Satz auf Arabisch lautet... Ich kenne ihn. Ich habe ihn gut gelernt, jeden Tag ausgesprochen. Ja, möchtest du das alleine aussprechen? Wenn ich was verkehrt sage, ich würde es gern versuchen, wenn ich was verkehrt sage, dürfen Sie mich gern verbessern. Bitte, ja. Also, Eshedu enle ilahe ilallah, le Eshedu enle Muhammadun Resulallah. Alhamdulillah, da hast du es richtig schön ausgesprochen und dadurch bist du auch Muslimin geworden. So glücklich. Alhamdulillah. Ich bin so nervös und glücklich. Oh mein Gott. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das ist die Freude, die du in deinem Herzen spürst. Ja. Das ist Endziel. Also es ist irgendwie, als wäre jetzt ein Tor aufgegangen. Ich kann es gar nicht fassen. Das spürst du auch im Herzen. Ja.
Ja. Alhamdulillah, du bist meine Schwester im Islam geworden. Und meine Freude kennt nur Allah. Also mein Herz ist bei Allah aufgegangen dadurch. Und es ist eine Freude, die man niemals mit Geld dieser Erde kaufen kann. Das stimmt. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله